Einen wunderschönen guten Samstagabend. Wieder beim Mass Effect zurück. Und es ist bald das Ende. Also demnächst. Wir gehen es auf jeden Fall an. Und ich hatte mich ja beim letzten Stream noch darüber gewundert, dass irgendwie die nicht kamen und wir uns nicht nicht entscheiden mussten zwischen Ashley und Diablo. Aber ich glaube, das kommt noch. Weil jetzt kommt eine kleine Sequenz. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Zurück zur Zitadelle. Na dann. Da müssen wir jetzt auch noch mal ein bisschen was verbringen, weil wir kommen nicht sofort wieder von der Zitadelle weg. Aber das ist ja alles gar kein Thema. Ach ja, die Zitadelle. Ein wunderhübsches Örtchen. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Viele Schiffe senden Sie aus, um Ailos anzugreifen. Ailos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Moment. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Na klar. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ailos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ailos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Aha. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Merkt ihr das? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Natürlich. Du bist ja auch der große Man und hast ja alles gemacht. Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Udina konnte es kaum abwarten, mir in den Rücken zu fallen. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben, und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandy fest. Während sie untätig herumsitzen, sucht Saren auf Ailos nach der Röhre. Und sobald er sie findet, sind wir alle tot. Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis? Wir sind vorerst nicht im Spiel, aber ich werde einen Weg finden. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Mhm.
Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Der hat bestimmt gelauscht, die Drecksau. Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Na klar. Tja. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, natürlich von hier wegzukommen. Wir nehmen jetzt einfach mal die beiden mit. Und der gute Anderson möchte uns natürlich helfen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Finde ich nicht in Ordnung. Irgendwie ist das mit dem Key nicht so ganz perfekt. Naja, passt schon. Ich hoffe, sonst läuft der Stream alles soweit ganz gut. Müsste eigentlich. Ach, da ist der Fahrstuhl. Da ist der Fahrstuhl. Keine Unterhaltung. Kein nix. Toll. Admiral Karuku, ein angesehenes Mitglied des Allianzmilitärs, ist verstorben. Dieser Veteran, der sich während des Konflikts gegen die Batarianer die Liebe seiner Truppen erworben hatte, starb eines natürlichen Todes. Kahoku hinterlässt eine Frau und drei Kinder, die eine kleine private Gedenkfeier planen. Nicht so wie sonst? Auch nicht. Woran das dann liegen mag? Eigentlich nichts verstellt. An den Einstellungen gehen. Kann aber natürlich mal kurz schauen. Ich will noch mal kurz was einstellen hier, weil irgendwie geht mir das ein bisschen auf den Sack. Blechern sagt er da. Ja, aber ist ja auch blöd, wenn dann mal gut, mal nicht gut, ist doch alles. Ach, Moment, warte mal. Ach so, warte mal, das kann natürlich jetzt mal übernehmen. Probiere ich mal ganz kurz was. Es kann durchaus sein, warte mal. Ja, okay, ich weiß auch warum, wieso, weshalb. So. Eigentlich müsste das jetzt besser sein, der hat nämlich komischerweise das Mikro von der Webcam genommen. Ich hoffe, es hat sich jetzt geändert. Ansonsten möchte ich nämlich den Stream einmal kurz nochmal unterbrechen. Falls das nicht besser sein sollte. So. Ich musste nämlich die Webcam-Software nochmal irgendwie installieren, weil ich die brauchte. Und ach, hat da wahrscheinlich das als aktives Ding genommen und deswegen hört sich das ein bisschen blechern an. Weil er hat das Mikrofon der Webcam benutzt. Okay, und wir haben das. Aufträge haben wir eigentlich soweit gar nichts, bis auf das, das und das. Wenn es geht, will ich noch auf dem Planeten. Habe ich jetzt leider vergessen, welcher das war, aber das findet man schon wieder raus. Aber erstmal. Ja, gut, dann. Dann war das tatsächlich wegen dem Webcam-Mikro. Hört sich natürlich nicht so gut an, obwohl das erstaunlich noch eine gute Quali ist. Das ist ja schon ein bisschen weiter weg, das Mikro. Man versteht dann trotzdem gut. Bin ich echt ein bisschen überrascht gewesen. Ja, geh zurück. Ist ja gut. So, ich muss in die Bezirke. Ich will noch nicht hier hin. Wir gehen mal kurz zu den Märkten. Ich will nämlich mal was probieren. Was testen, sozusagen. So, Konrad ist ja weg, weil da gab es ja nur drei Sachen. Der kommt dann im zweiten Teil wieder.
Jetzt da. Ja. Charles Saracino. Komischerweise, das Spiel kam ja eine Weile vorher raus, aber das hat so ein bisschen, ne? Hat gewisse Andeutungen auf einen gewissen Entschuldigen Politiker. Sie bitte. Sie sind doch der Spectre, nicht wahr? Ja, ja. Commander Shepard, ist mir eine Ehre, mit Ihnen zu sprechen. Offensichtlich wollten Sie mit mir sprechen. Mein Name ist Charles Saracino. Ich bin von der Trockenlandpartei. Anlässlich des Gedenktages protestieren wir gegen die Politik der Alienfreunde im Präsidium. Kann ich bei der nächsten Wahl auf Ihre Unterstützung zählen? Sie wollen am Gedenktag des Erstkontaktkrieges demonstrieren? So, wie wir es jedes Jahr machen, seit 26 Jahren. Wir wollen nicht, dass die Menschen die Lektion dieses Krieges vergessen. Wenn wir uns nicht selbst helfen, wird es niemand tun. Ich dachte, die Lektion des Erstkontaktkrieges sei, dass es noch anderes Leben in der Galaxie gibt und man andere Meinungen akzeptieren muss. Schon möglich, Commander. Aber wenn die Aliens ihre Meinungen mit Waffengewalt vertreten, warum sollten wir uns dann nicht wehren? Der Vorfall am Massenportal war ein Missverständnis. Man würde ja auch versuchen, ein Kind aufzuhalten, wenn es eine Waffe anfassen würde. Ja, ich würde ihm die Waffe wegnehmen. Aber es nicht töten. Was gibt's denn hier noch so? Für welches Amt kandidieren Sie? Ich strebe einen der 5 Spacer-Sitze im Parlament an. Damit ein Bürger seine Stimme dafür abgeben darf, muss er recht komplizierte Voraussetzungen erfüllen. Er muss mehr als 6 Monate pro Jahr im All verbringen. Aber er darf in keinem der besiedelten Systeme mehr als einen Monat geblieben sein. Sie verbringen doch die meiste Zeit im All, Commander. Ja, und? Ich weiß nichts über die Trockenlandpartei. Wofür stehen Sie? Unser Hauptanliegen ist, dass sich die Erde nicht von Alien-Einflüssen korrumpieren lassen darf. Weder politisch noch kulturell und schon gar nicht militärisch. Wenn das stimmt, einige der Dinge, die diese Leute äußern, sind schlichtweg Fanatismus. Pardon. Ich glaube nicht, dass sie die Interessen der Menschen etwas angehen. Was die Allianz macht, geht alle etwas an. Sie muss eingestehen. Halt, stopp! Es reicht. Seien Sie still. Beide. Natürlich, Commander. Entschuldigung. So. Alien-Freunde sind okay. So sieht sie nicht mal aus. Tut mir leid, aber ich glaube fest daran, dass wir in Frieden mit anderen Völkern leben sollten. Das gab es schon einmal in der Geschichte der Menschheit. Undurchdachte Naivität führt zu Aussagen wie Frieden in unserer Zeit. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas wie Shang-Chi noch einmal passiert. Könnten Sie nicht vielleicht ein öffentliches Statement abgeben, dass Sie meine Kandidatur unterstützen? Die Unterstützung des ersten menschlichen Spectres wäre von unschätzbarem Wert. Die Besetzung Shang-Chis kann nicht wieder geschehen. Damals waren wir uns noch nicht einmal bewusst, dass es Außerirdische gab, gegen die man sich verteidigen muss. Der Vorfall hat immer noch starke Symbolwirkung, Commander. Shang-Chi ist das einzige menschliche Gebiet, das je von Aliens erobert wurde. Sie haben natürlich das Recht auf freie Meinungsäußerung, Mr. Saracino, aber ich teile Ihre Ansichten nicht. Verstehe. Aber ich bin zumindest froh, dass Sie die demokratischen Werte unterstützen. Danke für Ihre Zeit, Commander. Erinnern Sie sich an die Trockenlandpartei am Wahltag. Denn die Trockenlandpartei wird sich an Sie erinnern. Hört sich ja fast wie eine Drohne an. Kann ich mal die Leute warten auf mich, Commander. Vielleicht können wir ganz kurz was machen. Jetzt ist es weg. Verwirrend, den Greenscreen. Sehr verwirrend. Naja. So. Marco 4. So, nee, warte mal, wo war denn der? Nee. Wo war denn der? Wo komme ich denn hier nochmal in die komische. Komme ich in die unteren, zu den unteren Märkten, Citadel, blablabli, ins Flux? Ach, genau. Da muss ich ja eh hin. Nee, da muss ich dann lang. Da möchte sich ja der gute Anderson mit uns treffen. Oder treffen wir noch so einen Typen, mit dem können wir nochmal kurz reden. Ich weiß gar nicht, ob wir mit dem noch irgendwas machen können. Aber der möchte nochmal eine Unterhaltung gehen. Hallo. Und dann müssen wir uns mit Anderson treffen und dann können wir auch endlich wieder runter von der Station. Seien Sie bitte, hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Alter Junkie. Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit...
Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Hatte nur gerade gefragt, weil die Anzeige wieder rot war und ach, das ja, Internet und so. Ich hoffe, nächstes Jahr wird es wieder besser und dann gibt es diesen Stress hier nicht mehr. So, was hatte ich jetzt? Das. Wird schon gut gehen. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Die Beschaffung Ihres Mittels steht nicht ganz oben auf meiner Liste, Kieler. In welchem Jahrhundert leben Sie? Glauben Sie etwa, die Salarianer zögern, sich selbst zu pushen? Wenn Sie mir nicht im Namen der Menschheit helfen, dann werde ich jemand anderes finden. Eigentlich wollte ich da was anderes machen. Wenn Sie Ihr Temperament wieder unter Kontrolle haben, könnte ich immer noch Hilfe gebrauchen. So, jetzt fangen wir nochmal neu an. Sie sind davon abhängig. Bam. Dealer, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. So. Wir machen das mal gut. Oder wir können eigentlich hier auch böse sein, weil wir haben schon, also die Punkte haben wir sogar alle voll. Also wir sind auf einem guten Weg, gut zu sein. Deswegen können wir jetzt einfach sagen, komm, seien Sie kein Idiot, du Arsch. Glauben Sie, dass eine Überdosis Stimulanzien und eine Verhaftung dafür der Menschheit helfen werden, Kieler? Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Nein, jetzt. Sie können der Menschheit nicht helfen, wenn Sie auf Überdosis durch die Verhandlungen torkeln. Sie brauchen sofort Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Na ja, wird schon. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben. Aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Da hast du recht, mein Freund. Wie nur zwei abtrünnige Punkte. Ich dachte, ich mache mehr. Ich kann nicht glauben, dass das der... Ja, wir tanzen jetzt. Woo! Shepard kann es aber auch gut. Der kann einfach tanzen. Bin schon wieder vorbei mit dem Tanzen. So, das reicht. Hey, schön hier noch. Hat der Shepard mal gezeigt, was abgeht, ne? Und da muss reichen. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so über ihre Rückkehr zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Ich mit der nicht schon geredet? Anscheinend nicht. So, Anderson, was gibt's denn, mein Freundchen? Bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Die Normandy bleibt am Boden. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben.
Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Aylos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann. Und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandy klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, Eden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen, das wissen wir beide. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Ja. Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Na gut, dann. Warum ist die Musik in solchen Etablissements? Wollen wir mal? Es scheint fast, als bräuchten die Leute hier eine Entschuldigung. Zur Normandy gehen und hoffen, dass der gute Anderson uns tatsächlich helfen kann. Aber natürlich kann er das. Wäre sonst Quatsch. So, Präsidium, muss ich bei uns? Präsidium, Zitadelltor? Nö, hier muss ich gar nicht hin. Ich muss in die Bezirke und dann dahin. Ach, damit wir wieder zur Normandy kommen. So. Andockbucht. Andockbucht. Ach, und wieder mit diesen superschnellen Fahrzeugen. Die Fahrzeuge. Reporterin Khalisa Al-Jilani hat vor kurzem versucht, ein Interview mit Commander Shepard, dem ersten menschlichen Spectre, zu führen. Commander Shepard hat schwierige Fragen beantwortet und unter Beweis gestellt, dass in der militärischen Uniform ein wacher diplomatischer Geist steckt. Ja. Später zeigen wir Ihnen einen Exklusivbericht zu diesem Thema. Oh, das würde ich schon gern sehen, dieses Exklusivberichtchen. Ich war nämlich gar nicht mehr dabei. Ach so, komm, mach hier eine Fahrstuhl. Wir haben keine Zeit, wir müssen die Galaxie retten. Und alle sterben, weil der Fahrstuhl so lange gebraucht hat. Ein tragisches Ende. So, jetzt aber. Schade, dass ich hier nicht sprinten kann, das nervt ein bisschen. Ich glaube, das geht in den anderen Teilen auch nicht. Bereithalten, Landungstrupp. Keine Ahnung. Dekontamination aktiv. So. Jetzt passiert was. Anderson? Was machen Sie hier? Ich habe nicht nach... In die Fresse! Bringen Sie uns hier raus, Joker. Sofort.
wollüstige Blick von Joker. Was der wohl unter seiner Konsole getrieben hat, will ich gar nicht wissen. So, und da ist die Nomi wieder weg. Hat auch keiner gesehen, dass die weggeflogen ist. Total sicher, die ganze Sache. So, jetzt gibt es nochmal eine Einladung. Ne, jetzt kann ich mir wieder aussuchen, was ich machen will. Super! Aber ich bin mir nicht sicher. Ich muss nochmal kurz mit allen reden. Das ist einfach jetzt unerlässlich quasi. Also, was heißt mit allen? Ich will eigentlich nur nochmal kurz mit Yara sprechen. Gucken, ob es neue Infos gibt. Neue Gesprächsinhalte. Und dann füllen wir nochmal Medigen auf. 0 Medigen aufgeführt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gibt was Neues, wie es scheint. Ich habe das Gefühl, dass Sie mich etwas fragen wollen, Commander. Achso, vielleicht gibt es auch nichts Neues, sondern einfach nur das Gleiche wie immer. Ich wollte einfach nur reden. Natürlich, Shepard. Worüber wollten Sie reden? Über nichts. Ich muss jetzt gehen. Wiedersehen, okay, Shepard. Die haben nichts Neues für mich. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Und hallo, Sunny. Ich habe das gesehen, dass du da bist. Haha. Ich muss nochmal ganz kurz minimieren, weil ich habe mir nämlich extra was aufgeschrieben, wo ich will noch zu einem Planeten. Und das habe ich mir aufgeschrieben, damit ich das nicht vergessen tue. So, jetzt ist schon hier rum da. Da gibt es noch eine kleine Nebenmission, die nicht unbedingt wichtig ist, aber ich finde die ganz cool gemacht, deswegen würde ich die eigentlich noch gerne mit reinhauen. Und dann geht's auf nach Eidos. Und so viel ist dann gar nicht mehr. Eidos kommt noch, dann gehen wir nochmal zur Citadel und das war's. Und dann ist Ende. Gelände. Natürlich noch der epische Kampf gegen Saren, aber das dauert noch ein bisschen. So, wir dürfen wieder fliegen. Ich hatte mir auch erst überlegt, nochmal überall zu gucken, ja, ob noch irgendwas ist, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben. Ich muss jetzt nur mal kurz das System suchen, was ich mir natürlich auch falsch aufgeschrieben habe. Da fehlt nämlich ein Buchstabe. Styx Theta suche ich, da ist es doch. So, dann müssen wir hier hin. Ja, da möchte ich gerne hin. Und dann nach Altahe. Oder Altahe? Keine Ahnung. Irgendwie so. Denn da müsste es noch irgendwas geben. Nein. Ja. So, da landen wir jetzt.